Es ist mal wieder Zeit für Funfair Blog, eine Art Videoblog über Freizeitparks und Kimmis. Und dies ist ein Ankündigungsvideo, denn auf Funfair Blog gibt es einen neuen Upload-Zeitplan. Warum, weshalb, wieso, das erfahrt ihr hier in diesem Video. Also bleibt dran und bis gleich. Hey, Looping! Jawohl! Willkommen zurück! Unfassbar, oder? Dieses wundervolle T-Shirt habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen von der lieben Katja und dem lieben Christoph. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank dafür. Ich finde das einfach geil, oder? Fassbar, oder? Ja, es gibt einen neuen Upload-Zeitplan auf Funfair Blog. Das heißt, ab sofort gibt es nicht mehr jeden Montag um 19 Uhr auf Funfair Blog ein neues Video, sondern nur noch in unregelmäßigen Abständen. Was heißt das konkret? Also es kann mal sein, dass nur ein Video im Monat von Funfair Blog erscheint. Es kann aber auch sein, dass, weiß ich, ein Video innerhalb von 2 Wochen rauskommt oder auch manchmal 2 Videos innerhalb nur einer Woche, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Ja, warum mache ich das Ganze? Hier kommt die Erklärung. Ich habe ja Ende Januar einen Spendenaufruf gemacht diesen Jahres, wo man eben, also das Funfair Blog Spendenprogramm habe ich vorgestellt, wo man spenden kann. Und es haben auch viele Leute gespendet, muss ich wirklich sagen. Es waren sogar auch einige dabei, die haben 30 Euro gespendet, also echter Wahnsinn. Herzlichen Dank an alle, die bisher gespendet haben oder vielleicht auch noch spenden werden, weil es geht ja weiter. Die Produktionskosten, sag ich mal, der Funfair Blog Videos sind natürlich ein Witz. Also dadurch, dass ich immer alles alleine mache, sind das keine hohen Kosten, das muss man auch sagen. Aber das Problem ist einfach die Zeit. Das kostet eben wirklich sehr, sehr viel Zeit und wenn man da wirklich jeden Montag ein neues Video raushauen will, dann und sich dann die Spendeneinnahmen sich anschaut und die YouTube-Werbeeinnahmen, hast du nicht gesehen, das funktioniert einfach nicht. Das ist einfach zu wenig, um das jetzt mal so konkret zu sagen, was aber nicht schlimm ist. Aber das Problem ist eben wirklich, wenn ich mich mit Funfair Blog beschäftige, dann habe ich eben nicht die Zeit, mich mit Projekten auseinanderzusetzen, die mir Geld bringen. Und das ist das Problem. So, und jetzt mittlerweile sind es ja, glaube ich, 4.800 Abonnenten auf dem YouTube-Kanal von Funfair Blog. Und da habe ich einfach mal gesponnen, wenn jeder der Abonnenten einfach nur 1 Euro monatlich spenden würde, dann könnte ich mich nur mit Funfair Blog beschäftigen, aber so geht es eben nicht. Und dadurch muss ich eben jetzt, oder habe ich den Entschluss dazu getroffen, dass ich den Upload-Zeitplan ändere. So, und das wollte ich euch natürlich jetzt erstmal nur mal mitteilen. Ich hoffe auf euer Verständnis und ich hoffe natürlich auch, dass ihr weiterhin Funfair Blog treu bleibt, denn ich habe noch so einiges vor. Also es geht weiter mit Funfair Blog, keine Sorge. Das läuft nach wie vor, aber eben jeden Montag um 19 Uhr kommt eben nicht mehr ein Video, sondern es ist immer so ein kleiner Überraschungseffekt, was ja nicht schlecht sein kann. Da lohnt es sich ja noch mehr, Funfair Blog zu abonnieren und vor allen Dingen die Klingel, diese Glocke auf YouTube da, dass er die aktiviert. Denn ich bekomme immer wieder mal Nachrichten, dass Leute sagen, Mensch, ich wusste gar nicht, dass Funfair Blog ein neues Video rausgebracht hat, keine Ahnung, obwohl ich deinen Kanal abonniert habe. Aber wichtig ist eben, dass ihr diese Glocke da oder diese Klingel da raufdrückt auf YouTube und dann bekommt ihr automatisch eine E-Mail oder eine Nachricht, wenn ein neues Video online geht. Und ja, es kann also wirklich sein, dass am Samstag um 23 Uhr ein neues Video rauskommt oder mal auch am Sonntag, je nachdem, wie ich ihm Zeit habe. Und ja, ist, denke ich mal, nicht schlecht, so ein kleiner Überraschungseffekt. Das heißt, ihr geht auf YouTube rauf und seht auf einmal, boah, Funfair Blog ein neues Video, geil. Ja, und hat natürlich auch den Vorteil, dass wenn ich jetzt mal ein Video früher fertig habe, dass ich das dann sofort online setzen kann. Also da müsst ihr dann auch nicht warten bis Montag 19 Uhr und hast du nicht gesehen, ist ja auch ein Vorteil, ne? Ja, und bevor ich das vergesse, die Leute, die jetzt gespendet haben seit Mai, beziehungsweise, ich muss mal kurz in das Buch der Weisen gucken, ich glaube seit 13. Mai oder sowas, haben folgende Leute gespendet, das habe ich nämlich wollte ich jetzt natürlich nochmal erwähnen, und zwar der Moritz hat 15 Euro gespendet, herzlichen Dank, lieber Moritz, dann hat Patrick 1 Euro gespendet, vielen, vielen Dank. Und jetzt muss man mal gucken, Jonas hat auch 1 Euro gespendet und schreibt dazu nochmal, tolle Arbeit Lars, weiter so, ich freue mich über jedes Video, liebe Grüße vom Kirmes Jonas, vielen, vielen Dank dafür
Und dann wollte ich euch noch die YouTube-Werbeeinnahmen für den Monat April, die sind nämlich jetzt auch raus. Das sind 79,93 €. So, und da seht ihr dann mal, was so alles an Einnahmen rauskommt. Und vielleicht versteht ihr dann auch, dass ich jetzt so ein bisschen den Upload-Zeitplan ändern muss, weil ich eben auch ein bisschen Zeit brauche, beziehungsweise, ja, der Mensch lebt ja nicht von Luft und Liebe. Man muss ja auch ein bisschen wirtschaftlich denken und man muss auch ein bisschen an Kohle rankommen, man muss Geld verdienen. Und dadurch kann ich eben mich nicht den ganzen Tag mit Funfairblog beschäftigen und kann eben auch nicht jede Woche so ein Video rausbringen. Ich will auch nicht Videos rausbringen, wo ich jetzt so einfach so rauspfeffer. Also nach dem Motto, ich mache jetzt irgendwelche Let's Play Videos und baller die so raus. Ohne dass ich das jetzt abwerten möchte, dass Let's Play Videos nicht hochwertig sind. Aber ich möchte eben so gerne auch so Interviews machen mit Leuten aus der Freizeitparkbranche oder Chemisbranche oder Schausteller oder was auch immer. Das finde ich immer sehr interessant und das bedarf eben wirklich auch an Zeit, Terminierung, Texte schreiben und. Und das kostet eben viel Zeit. Und wenn man eben gegenüberstellt, was da an Einnahmen wieder zurückkommt auf Funfairblog, ja, ich wiederhole mich. Ach komm. Was aber nochmal eine kleine Neuigkeit, jetzt, ich will auch nicht, dass die Laune jetzt komplett im Arsch ist. Nein, denn es gibt eine kleine Erfolgsmeldung. Und zwar die Leute, die Funfairblog auf Facebook und so und Twitter und Instagram folgen, die wissen das schon. Funfairblog ist seit dem 17. Mai aufgenommen in, wie heißt das nochmal? Ich muss gerade mal gucken. In, wie heißt das? Bundesvereinigung der Fachjournalisten e.V. in Hamburg. Und das ist eben ein, da wird man nur aufgenommen, wenn du deine journalistischen Tätigkeiten nachweisen kannst. Und das ist die größte Interessensvertretung der zweitberuflich tätigen Journalisten. So dass ich jetzt sogar hier so einen Fachpresseausweis, unfassbar, oder? Kann man das sehen? Das ist, glaube ich, so ein bisschen, muss ich ein bisschen so halten. Also einen Fachpresseausweis habe, einen anerkannten und sogar hier, boah, kriegst du sogar hier fürs Auto, unfassbar, oder? Also, Funfairblog ist jetzt offiziell Presse. Ja, das ist wirklich, da habe ich mich sehr drüber gefreut und das ist auch so ein bisschen eine sehr, finde ich, eine sehr gute Anerkennung für die Arbeit, die ich versuche gut zu machen. Und ich hoffe natürlich, dass euch die Arbeit nach wie vor gefällt. Und natürlich könnt ihr auch weiterhin spenden für Funfairblog, das ist kein Thema. Könnt ihr entweder über Patreon machen, über PayPal ist möglich und auch klassisch über Banküberweisungen. Alles andere steht natürlich auch unten nochmal in der Videobeschreibung. Und es gibt natürlich dann auch Vorteile für Spender. Das heißt, ihr werdet dann, wenn ihr das möchtet, per E-Mail benachrichtigt, wo ich gerade bin, was ich gerade mache, was ansteht. Und ihr nehmt an exklusiven Gewinnspiel teil, nur für Spender, also wie jetzt sowas hier, ne? Oh, Freikarte und so. Oh. Oder auch sowas mal hier, ne? So Fachlektüre oder das, was ich da verlose. Und ihr bekommt manchmal auch exklusives Merch zum Selbstkostenpreis oder auch mal so Special-Angebote wie sowas hier. Oh, unfassbar, oder? Ich mache Pause, unfassbar. Das war zum Beispiel auch nur exklusiv eine limitierte Tasse. Das steht jetzt hier unten, kann man das sehen? Ja, das kann man sehen. Die gibt es übrigens jetzt nicht mehr. Das war für Spender eine exklusive Tasse und die war eben limitiert. Und sowas bekommen natürlich dann nur Spender, sodass ich ihm auch die Leuten, die Funfairblog so ein bisschen finanziell unterstützen, auch ein bisschen wieder was zurückgebe. Ja, und das war's auch schon. Wollte ich noch irgendwas sagen? Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Ja, wann jetzt die nächste Funfairblog-Ausgabe kommt, weiß ich selber noch nicht. Lasst euch einfach mal überraschen. Einfach, wie gesagt, auf YouTube, Facebook abonnieren, dann wisst ihr Bescheid. Und lasst euch einfach mal überraschen. Auf jeden Fall, die Struktur der Videos ändert sich überhaupt nicht. Das bleibt alles nach wie vor. Und ja, ich freue mich und hoffe, dass ihr weiterhin Funfairblog treu bleibt. Und dann, ja. Hier scheint gerade die Sonne in Lübeck, ne? Ist herrlich. Und jetzt würde ich sagen, das war's. Ich hab immer das Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe. Anstatt ich mir ein Cello oder sowas mache, ne? Nein, mache ich nicht. Heute spreche ich wirklich freie Schnauze. Egal. Gut, das soll's von mir gewesen sein. Die nächste Funfairblog-Ausgabe wird ihr sehen. Abonniert. Einfach abonnieren. Und dann geht das ab. Also, das soll's von mir gewesen sein. Bis dann. Macht's gut und ciao. Abschluss!